wie kommen Musiker oder Regisseure zueinander? Und vor allen Dingen, wie kann ein Regisseur sich ausdrücken in dem, was er musikalisch von seinen Komponisten oder Musikern hören möchte? Und Michael Mann war da sehr offen, er war sehr direkt. Er hatte uns immer zu verstehen gegeben, ich möchte euch haben, weil ich möchte euch haben, weil ihr habt ein elektronisches Equipment, ihr seid nicht klassisch orientiert, ihr bedient hier kein Orchester. Ich möchte die Andersartigkeit des Klanges haben. Ich möchte, dass mein Hauptdarsteller, der ein professioneller Dieb ist, dass er noch durch heftigste Pulsgeräusche, durch pulsierende Sequenzen, durch hartes Sequencing auch noch härter dargestellt wird, als er vielleicht schon im Film rüberkommt. Ich bin, glaube November 1979 zur Band Tangerine Dream gestoßen. Ich habe noch vor Augen, wie ich zum ersten Mal in das Studio von Christoph Franke, er war ein Teil der Band, der eigentliche Kopf oder auch Leiter oder Founder der Band war Edgar Fröse. Und es stand eigentlich alles, was zu der Zeit an elektronischem Equipment sich ausdenken konnte, stand dort mit Addition von elektronischen Instrumenten, die speziell für Tangerine Dream gebaut wurden. Durch meine Ausbildung als eher klassisch erzogener Pianist oder Organist gab es für mich natürlich mehr Keyboard-Funktionen. Christoph hatte, bevor er zu Tangerine Dream kam, glaube Anfang der 70er Jahre, als Schlagzeuger bei Agitation Free gespielt. Und man merkte natürlich deutlich, dass er für den ganzen perkussiven, den ganzen rhythmischen Teil verantwortlich war. Und Edgar brachte natürlich seine Gitarre mit, die bei Michael Manns Thief enorm wichtig wurde, weil sie genau den Druck auch erzeugt hatte, auch die Flächen, die wir unbedingt brauchten. Tangerine Dream ist ja eigentlich, das darf man nie vergessen, aus der Tradition der Musik konkret entstanden. Oder zumindest haben wir uns immer darauf berufen. Das ist eigentlich eine Musikform, die in den 50er, 60er Jahren entwickelt wurde, die von Stockhausen zum Beispiel oder Pierre Schaeffer aus dem Französischen kam und die eher eine akustische Musik mit Umweltgeräuschen am Anfang war. Und wir haben uns ja nie als Kraftwerk verstanden, nie als eine poporientierte Disco-Gruppe, die sozusagen elektronische Musik zur Tanzmusik gemacht hat. Das waren wir nie. Wir waren eher die experimentelle Gruppe, die immer das Geräusch, den Klang als das Oberste angenommen hat und danach auch immer gesucht hat. Der Vorteil dessen, dass quasi wir als Musiker mit den Geräuschen umgehen, ist der in der elektronischen Musik, dass wir sie tonal anpassen können. Ja, ein Orchester ist dazu nicht in der Lage. Sodass unsere Aufgabe im Prinzip war, nicht nur eine Musik zu komponieren, sondern im Prinzip auch ein Sounddesign zu entwickeln, was natürlich zu der Zeit vollkommen neu war. Wir sind ja quasi in die Phalanx der Sounddesigner eingebrochen und haben unsere Geräusche musikalisch in unsere Musik integriert. Und haben vielleicht gewissen Leuten einfach auch die Arbeit weggenommen. Das weiß ich nicht genau. Das alles war neu. Das alles hat Michael Mann fasziniert. Und er hat uns natürlich auch sehr offen und sehr freundschaftlich zu verstehen gegeben, das möchte ich auch von euch haben. Und das hat er dann auch so eingesetzt. Sodass wir im Sommer oder im Frühherbst 1980 angefangen haben, an dem Soundtrack von Thief zu arbeiten. Wir bekamen von Michael Mann ein Video, VHS-Video. Es war vorab schon eine ziemlich gut geschnittene Version und konnten quasi von vorne an schon anfangen, uns mit dem Film zu beschäftigen. Ich denke, er hat den Prozess des Musikkomponierens nicht nur von außen begleitet, indem er Demos von uns gehört hatte, sondern auch immer dadurch, dass er nach Berlin kam ins Studio, auch direkt mit eingegriffen. Ich kann das etwa so verdeutlichen, für ihn gab es drei wichtige Sequenzen oder Segmente, könnte man sagen, das musikalisch zu bebildern.
Das waren die Einbruchsequenzen, wo er von uns eine eher atmosphärische Musik verlangt hat, die durchaus den bohrenden Geräuschen ähnliche Charakter hatten, also sehr nervende, pulsierende Musik, auch hart oder kalt, um vielleicht auch den Charakter von James Caan. Zweite Segment oder Element war das Emotionale. See that Okla dies and our baby is born. You want to name him after Okla? Okla's real name was David. David. Da brachte er uns immer sehr deutlich auf die Sequenzen, wenn, also in dem Fall jetzt Frank, als Protagonist im Film über sein Leben oder nachdachte oder sein Leben versuchte zu gestalten. Das war das emotionale Moment mit Jesse. Und das dritte wichtige Element war quasi das Scheitern. Sein Leben ist zerstört und quasi wie ein eiskalter Killer am Schluss geht er vor und alles das, was ihm lieb und teuer war, wird eigentlich zerstört von ihm. Glaube ich, waren wir fasziniert, dass er uns erstmal so viel Freiheit lässt und auch so viel Raum uns zu entwickeln oder uns auch darzustellen. Wenn man sich überlegt, dass in den ersten 10 Minuten nicht ein einziger Dialog passiert und dass Michael Mann uns 10 Minuten Zeit lässt und sagt, beginnt, fangt an, das war ungeheuerlich. Kein Dialog, nicht die Musik irgendwie runter, die Musik muss verschwinden, die Musik muss nach hinten, sondern Bild und Musik haben eine gleichwertige Stellung von Anfang an. Wir können sogar mit einem Bohrgeräusch können wir es aufnehmen, weil unsere Geräusche oder unsere Sounds können dazu parallel existieren. Dann natürlich Sequenzen, die überhaupt keine Musik haben. Was mich sehr erstaunt, dieser unglaublich lange Dialog, wo er auf Jesse zugeht und ihr quasi nach dieser Picture-Disc mehr oder minder das Leben zu Füßen legt und sagt, da hast du auch Platz, so könntest du aussehen. Was ungeheuerlich ist. Also jemand so eine Avance zu machen, soll auch den Charakter dieses Darstellers zeigen. Ja. Und da hatten wir natürlich am Anfang gedacht, okay, jetzt muss hier große romantische Musik, große Flächen und es muss sehr süßlich werden. Und Michael Mann wollte nichts davon. Es ist einfach still. Ja, unglaublich faszinierend. Nur ganz zum Schluss, wo sie sich dann wirklich die Hand geben, die Hand reichen und ihre Tränen kommen. Da gibt es ganz kleine Cues, ganz kleine Stings, die wir gesetzt haben. Ein bisschen, was weiß ich, Emotionales. Mehr ist es nicht. Also die Arbeit, so zu arbeiten von Michael, dass er Musik zulässt ohne Dialog und sagt, so laut wie es irgendwie nur geht. Und auf der anderen Seite sagt, hier habt ihr nichts zu suchen. Das war einfach unglaublich faszinierend. Ich habe es vorher so auch hinterher, glaube ich, nie wieder so erlebt. Ich muss kurz erwähnen, dass der Stil von Tangerine Dream in den 70er Jahren eines eher improvisierten Stils. Das heißt, man komponierte nicht unbedingt in klassischen Strukturen, sondern man hatte Sound-Pattern, Sequenz-Pattern, die liefen, in verschiedenen Rhythmen zum Beispiel. Man hatte Flächen, geräuschhafte Flächen teilweise. Und dieses Prinzip des Improvisierens wollten wir auch unbedingt in der Musik zu Michael Manns Thief aufnehmen. Sodass bei den atmosphärischen Musiken, zum Beispiel bei den Einbrüchen, wir so gearbeitet haben, dass auf der 16-Spur-Maschine verschiedene Tracks drauf waren, die die rhythmischen Sequenzen darstellten oder in herzschlagmäßigen, pochenden Sequenzen. Dann gab es geräuschhafte Flächen, die teilweise bedrohlich oder mit Filtersweeps behaftet waren, um vielleicht bestimmte Emotionen, die die Einbrecher zu der Szene haben, zu verdeutlichen. Und dann gab es auch noch aus dem Mellotron heraus einfach nur Geräusche, die dann sehr, sehr mystisch von mir aus
kam. Und einige Sequenzen haben wir dann quasi so komponiert, indem wir am Mischpult die Mischung der einzelnen Spuren gemacht haben. Und wenn Michael Mann im Studio war, was ab und an der Fall war, haben wir ihn quasi gebeten, sich zu uns zu setzen. Und er hatte das genossen, seine Bilder zu sehen, auf den Reglern, die wir ihm vorher beschrieben haben, wo was drauf ist, diese Regler zu ziehen und quasi zu seinen eigenen Bildern, seiner, ich will jetzt nicht sagen zu komponieren, aber seine Musik zu fühlen und sie eben auch zu mischen. Und ich glaube, das war für ihn ein riesiges Erlebnis, dass er teilweise sozusagen seine eigene Musik machen konnte. Das ist jetzt nicht im großen Stile passiert, aber bei den atmosphärischen Sequenzen kann man durchaus davon ausgehen, dass gewisse Mischungen einfach von Michael Mann gemacht wurden. Wichtig noch, das Album, bei dem ich auch noch nicht dabei war, das ist im Sommer 1979 erschienen, Force Majeure. Da kam Michael Mann später drauf zu sprechen und hat uns gewisse Tracks vorgespielt, die ihn sehr interessiert haben. Nämlich der Track heißt Through Metamorphic Rocks, sodass das uns schon relativ familiär bekannt war, was er von uns verlangte. Neben dem improvisierten Stil, den ich beschrieben habe, dass wir Musiken quasi am Mischpult komponiert haben, indem wir Fader gezogen haben, gab es natürlich auch ganz konventionelle Musiken, die Michael Mann wollte, die wir oder auch vielleicht in dem Falle auch ich teilweise dann als Keyboarder gespielt habe, wo wir dann auch Noten geschrieben haben. Und so haben wir zum Beispiel das Beach-Theme entwickelt, was nach dem großen Einbruch in Los Angeles passiert, wo sie diesen riesigen Diamantenüberfall hinter sich gebracht haben und dann im Bild das Schnitt kommt auf, ich glaube, das ist Malibu Beach oder sowas, auf jeden Fall, wir sehen das Meer. Und da war natürlich Konventionelles gefragt, also Musik, wie man sie auch zu der Szene erwartet. Da wurde also von mir aus auch Noten gespielt, die wir dann auf teilweise elektronischen Instrumenten, wir haben aber auch mit Fender Rhodes gearbeitet und natürlich Melodien entwickelt haben. Und Edgar hat eine sehr, sehr schöne Solo-Gitarre oben drüber gespielt. Vielleicht schon ein bisschen als Vorwegnahme für die Schlusssequenz, die dann eher Pink Floyd-mäßig sein sollte. Und die Shootout-Szene, da brachte er uns ein Beispiel von Pink Floyd, The Wall. Ich glaube, The Wall war gerade auf dem Markt, war gerade raus. Und dieser wunderschöne oder auch unglaubliche Track Comfortably Numb mit dem irren Gitarrensolo von David Gilmour. Das war für ihn die Musik zum Ende, zum Shootout. Und da wussten wir natürlich, die atmosphärischen Musiken würden uns nicht schwerfallen, die emotionalen Sequenzen auch nicht. Aber am Schluss wussten wir, dass wir fast das nicht schaffen könnten. Diese unglaubliche Dramatik, die Gilmour in dieses Solo reinlegt und natürlich auch die Komposition von Pink Floyd. Wir hätten sicher auch von uns aus Musiken machen können, die haben wir natürlich auch zu einem Ende gemacht. Aber ich denke, Michael Mann war damit nicht einverstanden und hat dann versucht, doch sich anderweitig umzusehen. Und er hat uns immer versprochen, bei der Premiere, ich weiß nicht genau mehr, wann die Premiere war und auch wo sie war, ich glaube in Los Angeles, wollte er die Musik sehr, sehr laut spielen. Und er wollte sie auch achtkanalig einspielen, was damals auch absolut neu war. Das, glaube ich, gab es zu der Zeit nicht. Sodass wir natürlich Michael Mann enorm viel zu verdanken haben, dass er die Art von Musik, die wir gemacht haben, dass er die hoffähig gemacht hat für Los Angeles und uns quasi dort vorgestellt, etabliert hat, sodass wir die Jahre danach immer wieder Aufträge genau aus Hollywood bekommen haben. Ich glaube, es ist eine tiefe, tiefe Dankbarkeit in mir, dass ich Teil dessen sein konnte. So habe ich es auch später nie wieder, obwohl wir viele Filme für Hollywood gemacht haben, habe ich es so später nie wieder erfahren.
Aber das ist oft das Prinzip des ersten Mal, oder des Ersten, was man macht, dass es einfach immer mit den bewegendsten, mit den größten Eindrücken auch verbunden ist.